unserem heutigen Autotest Schwaben Gebrauchtwagencheck haben wir den BMW 3er Kompakt E46 speziell, das Kompaktmodell, gebaut von 2001 bis 2004. Ja, im Jahr 2001 entschied man sich bei BMW, wir bringen noch einmal ein Kompaktmodell als Nachfolger des E36 Kompakt. Ja, und da kam BMW, wie gesagt, zu dem Entschluss, nochmal ein solches Kompaktmodell zu bauen, und man nannte es E46 Kompakt, kam dann auf den Markt 2001 als 316 Ti, 318 Ti, es gab noch einen 325er, so im Dieselbereich einen 320 Ti als Diesel. Ja, diese Modelle sahen vor allem der 325 mit Sechszylindermotor ist natürlich heute ungeheuer beliebt und begehrt. Aber wie gesagt, die Fahrzeuge sind mittlerweile in einem recht alten Zustand, sind relativ alt. Diese Fahrzeuge haben oft hohe Kilometerlaufleistungen von meist über 200.000 Kilometern. Es gab, wie gesagt, Veränderungen am Frontbereich. Da gab es hier diese Doppelscheinwerfer, im Gegensatz zum normalen BMW E46 der Limousine oder dem Touring. Es gab damals eine hochwertige Verarbeitungsqualität. Hier haben wir ein Modell, einen 316 Ti. Der Wagen ist aus dem Jahr 2002 und hat bereits 240.000 Kilometer. Zu den Stärken und Schwächen des 3er Kompakt E46 zählen: solide Verarbeitung gehört zu den Stärken, recht gute Rostvorsorge. Es gibt wenig Probleme mit den Motoren. Ja, und das Fahrzeug ist relativ solide im gesamten technischen Bereich. Zu den Schwachstellen zählen Probleme mit Vorder- und Hinterachse. Ausgeschlagene Gelenke waren hier häufig das Problem. Typische Problemzone war natürlich auch Ölverlust an Motor, Getriebe, dann defekte elektrische Fensterheber. Hin und wieder gibt es Rost an hinter- und vorderen Radläufen, was allerdings selten vorkommt. Und im hohen Alter sollte man natürlich auch mal den Unterboden kritisch anschauen. Von uns bekommt der BMW Kompakt E46, wie er von 2001 bis 2004 gebaut wurde, das Prädikat 3,5 von 5 Sternen und ein noch empfehlenswert.